Heute weiß jedes Kind, diese Erde ist nur ein winziger Stern im unvorstellbar großen Raum. Diese Welt der Sterne wollten die Menschen schon in den alten Hochkulturen, in Ägypten, China, am Mittelmeer und in Südamerika erkunden und begreifen. Das Fernrohr verstärkt das Auge. Aus dem einfachen Linsenfernrohr entwickelte man das Spiegelteleskop. Wir finden es heute in vielen Observatorien, so in der Hochlandwüste von Atacama in Nordchile. Die Atmosphäre ist hier besonders rein. Mit Spiegelteleskopen gelang es, die Nachbarplaneten unserer Erde immer besser kennenzulernen. Die Venus, den Mars, den Saturn, den Jupiter mit seinen 4 Monden, und die Sonne. Sie ist 1000-mal größer als die Erde. Ein glühender Feuerofen, dessen Eruptionen Wärme im Umkreis von Milliarden Kilometern schenkt. Heute versuchen wir, diese Wärme in riesigen Sonnenkollektoren zu sammeln. Die Erforschung unserer Sonne stand Pate beim Bau des Spiegelteleskops von Mount Palomar. Der berühmte amerikanische Astronom Richard Hale errechnete im Jahre 1927, dass sich ein Teleskop mit einem Spiegel von etwas über 5 Metern Durchmesser für eine optische Erforschung des Weltalls am besten eignen müsste. Nach Hales Skizzen und Plänen entstanden die ersten Modelle eines Spiegelteleskops dieser Größenordnung. 1936 wurde dieses Teleskop mit dem größten Spiegel der Welt in Auftrag gegeben und gebaut. Doch Größe und Gewicht stellten die Techniker vor völlig neue Aufgaben. In Südkalifornien, auf dem 1800 Meter hohen Mount Palomar, sollte es in einem riesigen Kuppelbau Platz finden. Im Jahre 1936 begann man mit dem Guss des Spiegels aus Spezialglas, das auch starken Temperaturschwankungen standhalten sollte. Der riesige Glasblock, der für den Guss geschmolzen werden musste, hatte ein Gewicht von 20 Tonnen. In unmittelbarer Nähe des Ofens wurde die Gussform vorbereitet. An ihrer Unterseite sollten 36 wadenförmige Hohlräume das Gewicht verringern, ohne die Festigkeit des Spiegels zu schmälern. Immer wieder wanderte die zentnerschwere Schöpfkelle, gefüllt mit flüssigem Glas, vom Schmelzofen zur Gussform, um die ein hitzefester Behälter mit Löchern gebaut worden war. We'll be right back.
Als der Guss beendet war, musste die Abkühlung des Spiegels in einem isolierten Raum durch spezielle Einrichtungen so verlängert werden, dass sie 10 Monate dauerte. Nur so bildeten sich im Glas keine Spannungen, die zu Rissen geführt hätten. Dann begann das Schleifen und Polieren des Spiegels. Diese Arbeit dauerte in Pasadena fast 10 Jahre. Dabei wurden 31 Tonnen Schleifmaterial verbraucht, um bei einer Genauigkeit von 1/1000stel Millimeter 5,5 Tonnen aus dem 20.000 Tonnen Pyrex-Glasblock abzuschleifen. Der Parabolspiegel war nun fertig und wog fast 15 Tonnen. Immer wieder wurde der Spiegel vermessen. Der kleinste Fehler hätte die späteren Aufnahmen von den fernen Lichtquellen im Universum unbrauchbar gemacht. Der Transport dieses wohl vollkommensten und kostbarsten Glaskörpers aller Zeiten auf den 1800 Meter hohen Mount Palomar wurde sorgfältig vorbereitet. Auf der Autobahn, die zum Fuß des Berges führt, musste jede Unebenheit geglättet werden. Jede Brücke bekam Verstärkungen. Die Straße auf den Berg wurde vollkommen neu gebaut. In Südkalifornien regnet es nur sehr selten. Doch ausgerechnet an dem Tag, an dem man das gewaltige Weltraumauge den Berg hinauf transportierte, goss es in Strömen. Trotzdem verlief alles ohne Zwischenfälle. Musik.
Der Spiegel konnte im Kuppelbau aufgehängt werden. Das nach allen Richtungen schwenkbare Kuppeldach lässt durch einen Spalt das Licht des jeweils erfassten Sternes in das Teleskop dringen, das auf einen Nord- und Südpfeiler gelagert ist. Der Parabolspiegel reflektiert das gebündelte Licht nach oben. Der Brennpunkt liegt vor dem Beobachtungssitz des Astronomen. Die Schutzblende des Spiegels öffnet sich. Aufhängung und Steuerung sind ein technisches Wunder, denn man muss den ganzen Himmel erfassen und dabei die Erdumdrehung berücksichtigen. Das bedeutet, dass sich eine Masse von insgesamt 500 Tonnen ohne Erschütterung mit der Genauigkeit eines Uhrwerks bewegen muss. Die Techniker lagerten alle Druckflächen auf einem komprimierten Ölfilm. Dadurch ist die gesamte Masse des Spiegels so beweglich, dass ein Mann sie mit einem Finger schwenken könnte. In den Hohlräumen des Spiegels befinden sich Stellschrauben, mit denen sich minimale Verzerrungen des Spiegels ausgleichen lassen. Alle Proben mit dem Teleskop verlaufen zur vollsten Zufriedenheit der Techniker und Astronomen. Das Observatorium auf dem Mount Palomar ist das Ziel von Touristen, die Tag für Tag hierher pilgern. Der Kuppelbau des Observatoriums von Mount Palomar hat eine Höhe von 41 Metern. Er ist der zweitgrößte der Welt und wird nur vom Petersdom in Rom übertroffen. Tagsüber bleibt die Kuppel in der Regel geschlossen. Wärme könnte Verzerrungen verursachen. Nur bei niedrigen Außentemperaturen gibt es für kurze Zeit Ausnahmen.
Die Besucher bekommen das Teleskop nur durch eine Glaswand zu sehen. Wenn es Nacht wird über Mount Palomar, beginnt die Arbeit der Wissenschaftler. Diese Steuergeräte dienen der Rektaszension. Mit ihrer Hilfe kann man dem scheinbaren Aufgang eines Sternes richtig folgen. Oben der Beobachtungsplatz für den Astronomen. Ein Schrägaufzug bringt den Wissenschaftler nach oben an seinen Sitz, dicht vor dem Brennpunkt des Spiegelteleskops. Man kann hier den Sternenhimmel nicht wie durch ein Fernglas beobachten. Vielmehr nimmt eine fotografische Platte die Lichtsignale aus dem Weltraum auf. Sie kann mehr wahrnehmen als das menschliche Auge, weil sie entsprechend lange belichtet werden kann. Diese Aufnahme eines Sternhaufens erreicht zum Beispiel ein Spiegelteleskop mit 250 cm Durchmesser bei einer Belichtungszeit von 6 Minuten, von 15 Minuten, von 37 Minuten und von 49 Minuten. Der Spiegel von Mount Palomar mit seinen 5 Metern braucht dazu nur 10 Minuten. Die Langzeitbelichtung in Palomar brachte ganz neue Erkenntnisse. Man entdeckte Sterne, die in ihrer Helligkeit schwanken. Der Spiralnebel der Andromeda. Er ist über 2 Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, sein Licht, das wie jedes Licht im Weltraum in der Sekunde 330.000 Kilometer zurücklegt, braucht über 2 Jahre, bis es unsere Erde erreicht. Mit dem Spiegelteleskop von Mount Palomar konnte man erkennen, dass der Nebel aus zahllosen Sternen besteht, die ein vollständiges Sternsystem bilden. Das Spiegelteleskop von Mount Palomar beweist uns, dass es viele Hunderte von Millionen Milchstraßen gibt. Jede besteht wiederum aus Milliarden von Sternen und Planeten. Die Entfernungen der Sterne und Galaxien errechnet man mit Hilfe der Photometrie. Sie vergleicht die scheinbare Helligkeit des aus dem Weltraum zu uns dringenden Lichtes eines Himmelskörpers mit dessen absoluter Lichtintensität. Thank you.
1953 machten die Astronomen von Mount Palomar eine merkwürdige Entdeckung. Alle Sternsysteme entfernen sich von der Erde. Manche rasen schnell, andere langsamer. Man konnte dies durch die Rotverschiebung feststellen, die sich bei der Spektralanalyse des Lichtes ferner Sterne ergibt. Bei der Spektralanalyse wird das Licht durch ein Prisma geleitet, das den Strahl in die Regenbogenfarben zerlegt. Bei heißem Licht, das von Sternen kommt, finden sich im Spektrum charakteristische dunkle Linien, die jeweils ein bestimmtes chemisches Element anzeigen. Sind diese dunklen Linien nach rechts zum roten Ende des Spektrums hin verschoben, entfernt sich die Lichtquelle schnell vom Beschauer. Wie schnell kann man aus dem Grad dieser Rotverschiebung errechnen? Diese Berechnungen beweisen, dass sich die entferntesten Milchstraßen am schnellsten von uns fortbewegen. Dem Fotoauge von Mount Palomar gelang es, Sternwelten aufzuspüren, die 4 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Viele sehen aus wie kleine Lebewesen, wie winzige Krebse und Schnecken. Das Fotoauge sieht noch weiter. Durch Einschieben eines zweiten Spiegels ergeben sich 2 neue Brennpunkte. Die Reichweite wird damit verdreifacht. Das Fotoauge von Mount Palomar kann nun 6 Milliarden Lichtjahre entfernte Sterne aufnehmen. Es erfasst die wohl rätselhaftesten Phänomene des Weltalls, die Quasare. Ursprünglich schienen das normale Sternhaufen zu sein, die sehr entfernt lagen. Dann stellte man fest, dass sich ihr Licht mit keinem der bisher von den Astronomen erkannten Spektren des Weltraumes vergleichen ließ. Quasare müssen über ungeheure Energiequellen verfügen, denn ihr Licht leuchtet am hellsten. Spiegelteleskope haben ihre Grenzen. Doch inzwischen gelingt es, diese noch weiter hinauszuschieben. Durch das größte, starr gebaute Radioteleskop von Arecibo, Puerto Rico.
Mit seiner Abhörbasis, deren Durchmesser 300 Meter beträgt, gelingt es, die stoffliche Natur von Himmelskörpern zu klären, die aus einer Entfernung von 11 Milliarden Lichtjahren Radiowellen aussenden. Das größte bewegliche Radioteleskop der Welt, ein Gigant aus 3200 Tonnen Stahl, steht in Effelsberg in der Eifel. Seit 1971 empfängt es mit seiner 100 Meter Durchmesserschale Radiowellen aus Weltraumfernen bis zu 15 Milliarden Lichtjahren. Das riesige Teleskop von Mount Palomar bleibt in seiner Art eine einsame technische Hochleistung. Der Strom der Besucher reißt deshalb nicht ab, auch wenn der Blick des Menschen mit Hilfe der Radioteleskopie heute weiter und weiter reicht.